Die Welt wurde am 22. März tief getroffen, als Prinzessin Kate in einem neuen Video mutig offenbarte, dass bei ihr eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Dort sprach Kate darüber, wie sie sich im Januar einer Operation unterzogen hatte und ihr gesagt wurde, dass ihr Zustand nicht krebsartig sei. Spätere Tests ergaben jedoch, dass sie an Krebs erkrankt sei. Sie erzählte auch, wie sie und ihr Mann, Prinz William, ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, auf eine Weise informiert haben, die für sie angemessen ist. In dem Video sagte sie: "Es waren ein paar unglaublich harte Monate für unsere ganze Familie, aber ich hatte ein fantastisches medizinisches Team, das sich großartig um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin. William und ich haben alles getan, was wir konnten, um diese Situation im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen. Wie Sie sich vorstellen können, hat dies Zeit gekostet. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von einer größeren Operation zu erholen, um mit der Behandlung beginnen zu können. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles auf eine für sie angemessene Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis stehen für Prinzessin Kate an erster Stelle, während sie sich einer Krebsbehandlung unterzieht. Wie ich ihnen gesagt habe, geht es mir gut und ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen zu heilen, in meinem Geist, in meinem Körper und in meiner Seele." Sie beschrieb die vergangenen Monate als unglaublich hart und bemerkte, dass sie sich nun im Frühstadium einer vorbeugenden Chemotherapie befinde.